Hier im ehemaligen Versandhaus Bader könnte womöglich eine neue Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber den Betrieb aufnehmen. Zumindest wird die Gewerbeimmobilie im Prötzinger Tal daraufhin durch das Land Baden-Württemberg geprüft. Oberbürgermeister Peter Boch habe sich aktiv dafür ausgesprochen, die Immobilie als Standort einer Erstaufnahmestelle zu untersuchen. Bei unseren Dreharbeiten heute zeigte sich ein gemischtes Meinungsbild bei den Pforzheimern. Man soll ja Menschen helfen, meine ich. Wissen Sie, warum kann man da nicht helfen? Wenn mir wurde es auch früher geholfen. Also hier Prötzinger Tal, ich meine, das ist ein Industriegebiet, ein Gewerbegebiet. Wir haben ja gegenüber haben wir ja auch diese Asylantenheime. Ja, man muss mal abwarten, ob das jetzt gut ist oder nicht für das Industriegebiet. Ja gut, man muss halt irgendwo hinmachen, weil es ist ja, man muss halt die Leute halt aufnehmen, weil sie ja vom Krieg vertrieben wurden und deswegen, irgendwo muss man sie hin tun. Und hier draußen finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm. Da links ist doch schon lange so für Flüchtlinge oder ja. Also irgendwo müssen sie ja hin verfrachtet werden. Ne? Ich habe da nichts dagegen. Ich habe das heute Morgen gelesen, aber das Problem ist halt, wo soll sie hin? Und der Bürgermeister, der OB, wird wahrscheinlich sich entscheiden, hat müssen besser konzentriert auf einen Platz wie verteilt auf die ganze Stadt. Nehme ich mal an, ich weiß es nicht. Aber ich denke, in die Richtung geht es schon. Ich bin dafür, dass natürlich Flüchtlinge kommen, dass sie natürlich hier Platz finden, mit uns zusammenleben. Aber wissen Sie, was ich einfach ein Unding finde, ist, dass Flüchtlinge, die schon früher hierher gekommen sind, immer noch in Container leben und ganz viele ukrainische Flüchtlinge, denen werden die Wohnungen aufgemacht. Und das ist nicht in Ordnung. Es sind alles Menschen, die haben alle rotes Blut und alle sollten so leben, wie sie leben möchten und nicht jahrelang in Containern. Tatsächlich habe ich noch gar keine Gedanken darüber gemacht und habe es auch weder gelesen noch sonstiges. Aber mein Gott, andererseits ist tatsächlich nicht verkehrt im Sinne von, die brauchen ja auch ein Heim, würde ich jetzt mal sagen. Andererseits ist die Lage jetzt nicht so die beste. Wenn ich mal ehrlich bin, wenn ich die ganzen Industriegebiete angucke und so weiter und so fort, ist es auch ein bisschen unmenschlich, wenn man nur an den Sommer denkt, wie es hier immer stinkt im Sinne von Müllerfleisch. Nichts gegen Müllerfleisch logischerweise, aber vielleicht hätte man dann einen anderen Standort wählen dürfen und sollen. Ich finde gut, dass die Leute, die hier kommen, die schlimme Sachen erlebt und die brauchen Unterkunft. Aber nicht unbedingt alle aufeinander, denn die brauchen ja auch wieder die Leute, die stabil sind. Das haben wir in den Krieg nicht erlebt. Wir sind, sagen wir mal, seelisch dann doch stabil. Dann können denen, finde ich, dann auch besser helfen im kleineren Kreis. Finde ich gut. Die Leute müssen ja irgendwo hin. Ich bin noch Kriegsgeneration. Ich bin mit meiner Mutter auch geflüchtet von Aachen nach Breslau. Meine Mutter mit zwei kleinen Kindern. Und deswegen weiß ich, was es bedeutet, wenn man flüchtet. Und deswegen finde ich das ganz prima. Die Stadt Pforzheim verspricht sich davon eine effektive und langfristige Entlastung. Bis wann die Immobilie bezugsbereit wäre, ist noch unklar. Im Rathaus konnte man heute auf Anfrage kein konkretes Zeitfenster nennen.